Okay, welchen sollen wir starten? Wir starten erstmal willkommen zurück. Hier ist wieder Warframe-Time. Immer noch. Immer noch, ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Boss-Gegner. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Das erklären wir euch danach gleich, wenn der Boss tot ist. Den kennt ihr vielleicht, den Hanswurst hier. Das ist der Hanswurst, der Lord Feptergeist aus dem Intro. Der schöne. Genau. Der. Und das Und machen wir dann jetzt. gehen wir mal und treten ihm in den Arsch. Oh, ist der ist so hübsch. Oh, ist der geil. Oh, schau ihn dir an. Wie er dich anlächelt. So ein netter Kerl. Ah! Also mir lächelt der nur an, wenn's den umdrehen datzt. Ja, genau. So ein umgedrehtes Lächeln. Ist aber schön. Oh, wir kommen wieder in den Lüftungsschacht. Hier gibt's keine Tür. Nein. Nur Wir sind auch Lüftungsschächte. Ninjas, wir nehmen keine Türen. Das wird niemals geklärt, wie wir hier reinkommen, da bin ich mir sicher. Der Lüftungsschacht. Ein ewiges Mysterium. Ich meine, wie wir in den Lüftungsschacht kommen. Ja, stell dir einfach vor, wir sind eine Art Necromorph in Dead Space. Da weiß auch keiner, wie die da reinkommen. Ah ja. Na, die kriechen von innen nach drinnen. Ja, aber wie ist der Erste überhaupt auf das Schiff gekommen? Hast du dir nie den Anime dazu angeguckt? Nein. Würde ich mal machen, dann weißt du es. Okay. Dann in nämlich die Vorgeschichte zu Dead Space 1. Dead Space 1 Extraction, guckt euch an. Nein, warte, das heißt anders. Extinction. Na, nein, das ist doch dieser Rail-Shooter, oder? Frag mich. Heißt auf jeden Fall. Na, Down. Dead Space Downfall. So, Dead Space Ah, Downfall. okay. Ist ein echt guter Anime, ist ein echt guter Anime. Bisschen brutal, aber ist echt okay. Dann muss ich mir das direkt mal anschauen. Das kannst du machen, ja. Ninja Style Vollgas. Ach, die kämen Vollgas zu, also rein da. Oh, da ist ein Mod gedroppt, da vorne, ihr seht's. Ah, das hier, das ist der Mod, das ist er. Der Mod! Oh yeah! Das ist der Mod! Der Mod! Das kommt richtig geil. Okay, was haben wir da? Druckpunkt, erhöht Nahkampfschaden für Schwert, geil! Geil! Ich hatte vorher nichts für Schwert, wenn ich aufgepasst hab. Das ist ein. Okay, das musst du dir nachher mal angucken. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, ich denke auch. Jawohl, Mann, bin ich ein paar Ich schub hier aus, dein Pfeil nach oben, Zielpunkt über dir. Charge! Fucking Kick! Fucking Kick! Fucking Kick! Oh nein, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ach, das warst du. So. Fucking Kick! Wie machst du den? Tja, unterm Spinden hüpfen und dann Steuer. String! Ah, okay. Fucking Kick! Fucking Kick! Okay. Ja, hab ihn umgekickt! Das hat funktioniert! Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ja. Aber während du rumgedödelt hast, sind wir entdeckt worden. Kein Problem, ich falke kick sie zu Tode. Das ist mein Roundhouse-Kick jetzt. Na zu. Aber Falcon Punch ist cooler als Falcon Kick. Kannst du sie. Was sagt er? Ich hab keine Ahnung, was das für ein Dialekt sein soll. Französisch. Natürlich. Außerirdische sprechen immer Französisch. Ja, habe ich gerade so entschieden. Fucker Kick! Fucking Kick! Oh, cool. Der angezeigte Skill, den ihr schon im Intro gesehen habt, ich habe ihn gerade eingesetzt. Yeah! Triple Kill! Oh, coole Sache! Ich habe gerade den anderen Skill eingesetzt, der war sehr ansehnlich. Oh. Der könnte eventuell uns beim Boss auch noch hilfreich sein, tipp ich mal. Wirklich, muss aber nicht. Weil Bosse tendieren ja gegen alles, was du ihnen entgegenwirfst, resistent zu sein. Ja, das stimmt allerdings. Mein Excalibur Warframe ist nicht schwerfällig und unbeholfen. Hey! Oh! Gesehen, wie ich mich taktisch hinter sie gefallen gekickt hab? Ja, ja, hat nichts geholfen, weil ich war schneller. Egal, es geht ums Prinzip. Vielleicht sollte man erwähnen, dass man in Bereiche kommen kann, die verschlossen aussehen manchmal. Hier so.
Ja, völlig Was das bringt, ist mir allerdings ein bisschen schleierhaft, ne? unwillkürlich und jetzt geht's hier nicht weiter. Geil, echt geil. Eben. Manchmal ist es an der Decke, da kommst du rauf und es geht einfach nicht weiter. Ja, da hat irgendein Entwickler, Level Designer, sonst irgendwer hat sich gedacht, geil, heute mache ich mal, was ich will. Genau. War? War? Captain War? Mit V. Ja, mit V. Vor. Yeah, jetzt habt ihr es. Der beschimpft uns. Der Ich bin Typ braucht ganz sicher. Definitiv Untertitel. Gegen meine Oriken. Oriken! Rex, wir nehmen ihm seine Oriken-Waffe ab! Oh, er ist hinter mir her! Oh. Support! Wo bist du? Upstairs! Die sind überall noch Feinde, ist ja schon klar, oder? Oder das haut sie nicht hin. Alter, der hat's voll auf mich abgesehen! Oh nein! Oh nein! Ich bin down! Oh, das ist schlecht. Jetzt probieren wir gleich mal aus, ob das funktioniert. Machen wir's besser. Natürlich nicht! Ich sag doch, alles, was du ihnen entgegenwirfst, ist vollkommen irrelevant. So. I'm still standing. Ich verpiss mich von da. Wir brauchen einen sicheren Ausgangspunkt, von dem man umbringen können, ohne dass uns die anderen ins Knack springen. Oh ja, ja. Ich bin sowas von am Optimum. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, Optionen. Ich habe ihm gerade über ein Fass weg ins Gesicht geschossen. Hey, da hat gerade gesagt, welche Waffen wir hier nehmen. Gib mir mal eine Sekunde, vielleicht bringt das was. Ich muss dir leider gestehen, dass du meine Waffe nicht als Trophäe bekommen wirst. Damit würde ich nämlich noch viele, viele Noobs erschießen. Also ich habe jetzt irgendwas überschrieben. Ja, weil da die Tür hinter die wir nachher rauskommen, die ist zu. Aber ja, jetzt können wir wenigstens stiften gehen. Okay, der ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah! Natürlich, du Loop. Ich sag doch nicht gut. Wo ist er denn? Hier bei mir, hier oben. Gut, ich habe alle anderen umgebracht. Es ist nur noch er gerade da. Schieß ihm ins Gesicht! Gib ihm! Schild, lad dich auf, schnell! Oh. Schieß ihm ins Gesicht! Yay, we did it! Ne, warte, der lebt da noch. We did not! Der hat Gegner beschworen, der Lump! Gegen Space Ninjas hat er anscheinend allein. Why? Oh nein, elektrisieren! Ich. Oh ja. Ja. Bullshit, Mann! Ah! Wo ist er denn? Da ist er, ich seh ihn! Nee, halt, wo ist er denn? Da ist er. Weiß es nicht, bin weggelaufen, da ist er. Na super, ich. Oh. Okay, ich hab einen Safe Point gefunden. Komm hier rein, da kommt er nicht her. Da kann ich nicht herschießen. Stell dich hinter so eine Turbine, du kannst rausschießen, aber er kommt nicht her. Wo? Ach da. Ja, genau so, genau so. Du kannst rausschießen, aber er nicht her. Ja, weißt du das? Also, mich hat er jetzt schön getroffen. Ja, weil die Granaten ziehen. Deswegen kann er dich erwischen, wenn du drüber stehst. You have been revived. Jetzt bin ich am Boden. Oh je.
Die Granaten sind ungut. Allerdings, ich sterbe. Oh nein. Lebe! Lebe! Ich lebe! Wir sollten hier raus. Nö, eigentlich ganz cool hier. Ne? Du darfst bloß nicht in die Granaten reinlaufen, die er da schmeißt. Ich weiß nicht, ich bin nirgends reingeschlaufen. Was hab ich da zu erwischt? Also ich bin da ganz cool, also mir fällt nix. Ja, ich lenke ihn ein bisschen ab, aber dann will ich schauen, dass er mich nicht abknallt. Okay. Nein. Schieß ihm ins Gesicht, er hat kein Schild mehr. Ah, ich sehe. Dieser Feige! Ist er tot? Nein. Ich bin immer nur von dem Punkt da hinten überzeugt, weil mir trifft er jetzt gerade gar nicht mehr und ich kann er super wie Holz ziehen. Ah, er hat meinen Namen gesagt! McDudson! Bist du jetzt glücklich, weil er dich beim Vornamen nennt? Ja! Nein, beim Nachnamen. Siehst du, da kommt er nicht her. Einer super tollen Laserknarre. Ich hab ihn geschafft, oder? Jetzt ja! Der hat aber voll explodiert! Aber Vollgas! War doch schön. Ging doch gut. Ich hab zwar fast keine Leben mehr, aber ging doch gut. Ich sag ja, da hinten ist ein Safe Point gewesen. Ich hab volles Leben wieder. Ha. Nur gut, verschwinden wir. Welche? Natürlich sind ja noch Gegner, aber auch nicht. Jetzt nicht mehr. Und das Türchen ist schon offen. Ausgezeichnet. Was? Was haben wir denn noch alles killen? Ab nach oben. Lauf! Mann, sah das geil aus. Das darfst du dir ja gar nicht angucken. Wieso? Wir schon sehen, wenn du es anguckst. Ah! Schon wieder. Das ist dann mein Job. Weil ich bin der Heck-Ninja Nummer 1. Achso, bei mir wäre es auch noch nie daneben gegangen, aber bitte, mach ruhig. Man kann das dem Publikum nicht anmuten, dass man da... Also wenn du andererseits sowas... Andererseits sieht das Publikum dann nicht, wie man hackt. Ja, allerdings muss man sagen, wenn du jetzt schon sagst, du hättest noch nie verkackt und du verkackst, ist das peinlich, ne? Oh mein, gehört dazu. Trotzdem sollten sie mal sehen. Okay, das nächste Mal machst du das. Diese Privilegien kannst du dir erhaschen, wenn du jetzt die paar Fraps holst, Junge! Ei. Ei. Oh super, keine Munition mehr. Nicht gut. Pistole wird schon tun. Ah, wir sind fertig. Der Boss ist tot, wir hauen ab. Und schön ist es. Super Ninja Style. Fucker Kick! Yeah! Und wir haben eine sehr Blaupause bekommen. Geil! Und die sehen wir uns jetzt dann gleich im Hauptmenü an.